auskennen. Darf ich jetzt mal. Hui. Ja, was? Ja, ich muss sowieso mal, wo wollte ich, was, irgendwas wollte ich gucken. Inventar, genau. Oh, es war voll bei mir. Siehste, ich habe hier Sachen, muss mal ins Inventar gucken. Ich habe hier noch Sachen, die sind abgelaufen. Das waren Spezialsachen. Kampfrucksack für 3 Tage. Und das war am 17.09. So, aber die Hosen sind, glaube ich, besser als die, die ich jetzt trage. Ja, Schussschaden ist am minus 24, aber mehr Überlebensfähigkeit, Austauschbeschleunigung, Wundverbleib, ich weiß nicht. Ich habe hier noch Pakete, Aufstiegsbelohnungspaket. Wo ist das Inventar? I. Ja, Schneemann habe ich auch. Was soll ich damit jetzt? Aber ich habe noch 11 sofort Wiederbelebungsdinge ins Bumsende. Ich will eine andere Waffe. Nicht genug Platz im Inventar. Ich krieg mein Zeug nicht geöffnet hier, ne? Ich hätte eine Waffe für dich, aber ich weiß nicht, wie ich sie dir geben kann. Man kann ja Sachen handeln, ne? Zivilsturmgewehr, das ist aber Müll. Ich habe hier noch ein Schutzen, Abwehr, Scharfschützengewehr. Okay, ich muss erstmal zu meinem Privatfach, ich muss die Sachen einlagern. Ich will eine MG. Tja, muss ich welche, muss ich eine kaufen? Wo denn? Ja, hier bei, wie heißt das hier im internen eBay hier? Wo ist der? Zeig ich dir gleich. Muss mal dahin kommen, wo ich bin. Ich bin jetzt bei dem Lagertypen hier. Ist der Lagertyp? Bist du? Musst du rausgehen? Hab ich schon, bin ich schon. Ach, ich seh dich. Ich habe Goldbarren, die kannst du verkaufen. Cool. 2 Goldbarren. Einer hat einen Wert von 3.000 und der andere hat einen Wert von 10.000. Und dafür kriegst du auch 10.000. Dann verkaufe ich die auch gleich. So, ich lage jetzt alles ein hier. Metaflex-Batterie. Ach, das Blöde ist, der stapelt die nicht automatisch. Die musst du immer aufeinander schieben. Das ist natürlich auch blöd. Granatwerfer, Koop. Ich lagere die erstmal ein, die Sachen, und verkaufe die später. Wiederbelebungsmünze. Die würde ich behalten. Das sind die, damit. Weil normalerweise, wenn du stirbst, musst du warten, bis der Rest der Gruppe irgendwie in einem sicheren Gebiet ist. Und dann erst wird du automatisch wiederbelebt. Aber so kannst du immer wieder zurückkommen. Und wo verkaufe ich die Sachen? Zeige ich dir auch gleich. Erstmal das ganze Zeug übereinander stapeln. Diese ganze Spritzen. Ja gut, da die haben ja auch einen Nutzen, das steht auch drin. Die roten sind halt für Leben und das andere ist, glaube ich, Adrenalin und oder gegen Wunden und so. Granatwerfer brauche ich auch nicht hier. Vielleicht 2 Granatwerfer? Tatsächlich. Ja, ich glaube, so reicht das erstmal hier. Jetzt möchte ich mal kurz was gucken. Ich habe keine Wozu Kopfbedeckung. sind die Schneemänner? Ja, die waren wahrscheinlich für hier so ein Event, so eine Veranstaltung, wie man so sagt, ne? Ja. Notfallset kannst du auch rausnehmen, glaube ich. Also muss man gucken. Notfallset. Ja, wenn du ins Inventar guckst, hast du ja rechts auf der Seite dein Charakter, ne? Und da müssten 2 so legendäre Sachen sein, die sind aber abgelaufen. Die haben nur 3 Tage gehalten. Dadurch kannst du wieder ein bisschen mehr tragen und so, ne? So, aber die kann man verkaufen, so wie ich das gesehen habe. So, jetzt öffne ich mal meine Pakete hier. Noch mehr Goldbarren.
Goldbarren für 5000. Das ist neu mit den Goldbarren, also für mich neu. Ne? Okay. Gut, jetzt habe ich die ganzen Kisten geöffnet hier. Muss ich wieder einlagern. So, was habe ich denn jetzt? Die Barren verkaufe ich gleich. Das muss ich einlagern. Vom Gedächtnisfragment habe ich jetzt auch. Exotoxin hebe ich auf. Schützenabwehr, Schummelschulung. Aufheben. Altes Freiwilligenunterteil. Ich lag erstmal alles ein, soweit es geht, weil, kein Nerv. Ich wollte ja den Händler zeigen. Naja, gut. Ja, warte. Ja, die kannst du noch kaufen. Du kannst ja auch Geld einzahlen hier, aber weiß nicht wozu. So, pass auf, wir müssen sowieso mal. Bist du soweit? Erstmal eine Quest abgeben hier. Also ich habe zumindest eine zum Abgeben. Ja, die ich jetzt wahrscheinlich abgegeben habe. Ja, ist egal, wir müssen sowieso hier rein, weil man hier auch verkaufen kann. Ja. Bei dem? Ne, bei dem muss ich erstmal. Ah, hier gibt es Feldmützen. Gut. Wundverborgung, Überlebensfähigkeit brauche ich nicht. Wo gibt's halt? Schussschaden gibt's hier. Ne, das ist die Belohnung, die ich jetzt bekomme hier. Schussschaden 36, Schussschaden 18. Aber Wundverbeugung und hat Wundverbeugung 190. Okay, ich nehme die hier. So. Wir haben mal die Mütze auf Mützen hier. Herrlich. So. Achso, der hat allgemeine Fähigkeiten. Vielleicht sollte ich hier nochmal gucken, ob der irgendwas für mich hat. Die meisten sind ja passiv. Die musst du dir natürlich auch irgendwann in die Leiste ziehen, ne? Aha. Verwundung maximieren. Okay. Das war bei K-Fähigkeiten. Da muss man das irgendwie reinziehen. Und da kannst du es hier in die Tasten ziehen, hier. Also F1, F2 und so, ne? Aha. Und dann kann man es nutzen. Dann kannst du es nutzen, wenn du zum Beispiel, ich habe jetzt Verwundung maximieren erlernt, das heißt, der Verwundete macht halt mehr Verwundung, also Blutungsschaden und sowas, ne? Mhm. Ich habe hier auch noch eine Mine. Erhöht die Ausdauerregeneration, naja, das brauche ich jetzt nicht. Das ist passiv. Okay, jetzt habe ich drei drin, ja, das reicht erstmal. Speichern kostet 50 Gold nur hier. Hab ich Gold? Ja, du wirst ein paar tausend haben wahrscheinlich. Das siehst du ja im Inventar. So, jetzt kommen wir hier, kommen wir mit. Wir müssen hier hoch zu Ice Tea und Ice Cube. So, bei denen kannst du Sachen verkaufen. Gehst auf Shop, dann kannst du Sachen aus deinem Inventar verkaufen. Warte kurz. Ja, jetzt fällt dir wahrscheinlich die Tür ins Haus. Oh, ich sehe hier gerade. Erneut kaufen. Die kostet ja richtig Asche. Was? Jetzt sehe ich da gerade, man bekommt die einmal. Kann sich verkaufen für 4600, wenn man sie neu kauft, muss man das Zehnfache bezahlen. Das ist hart. So, Kampfrucksack muss weg, abgelaufen, aber hat noch einen Verkaufspreis. Kaufe ich den natürlich, der ist verkauft. Notfallset auch verkaufen. Und die Goldbarren natürlich verkaufen. 3000, 10.000. Und hier haben wir nochmal einen für 5000. Das ist immer richtig geil. So, das heißt, im Inventar müsste jetzt doch ein paar tausend angezeigt werden. Wo
Wo ist meine Kohle? Hier, 47.285. Das ist ordentlich. Okay, bin da. Ja. Sorry, musste kurz sein. Ja. Nee, Shop. Ich muss sowieso editieren, von daher. Editieren. So, ja, also im Shop. Ich habe jetzt mein Zeug verkauft hier. Mhm. Und der graut ja automatisch aus, was du nicht verkaufen kannst, ne? Aha. So, aber du kannst zum Beispiel, du müsstest ja Goldbarren haben, die kannst du verkaufen. Oder alte Waffen, die du nicht brauchst. Oder die Sachen, die ich gesagt habe, die musst du ablegen, ne? Also von deinem Körper, also in das Inventar wieder ziehen, ne? Diese abgelaufenen Sachen, die kann man aber noch verkaufen, ja. Also ich kann einige Waffen, die alten, nicht verkaufen. Tja, aber ich glaube, wir müssen sowieso, ich habe ja noch eine Quest, wo man zerschmettern muss, ne? Aha. Da können wir auch gleich noch hin. Okay. Da kann man die eventuell zerlegen lassen, ne? Ach, und hier kann man auch Waffen kaufen. Yeah, aber nur Sachen, guck mal genau hin. Das sind Sachen, die du schon bekommen hattest. Ach so. Die verkaufst du für 4.600, wenn du sie aber nochmal kaufen willst, musst du das Zehnfache zahlen. Ach so. Ja, die sind aber auch nicht. So, sagst du Bescheid, wenn du alles hast? Ja, hab ich. Ich finde die Mucke hier cool. Schade, dass immer nur ein und dasselbe Lied läuft, ne? Mhm. Da tun mir die beiden hier echt leid, weil die immer denselben scheiß Song hören müssen. Mhm. So, dann kommen wir mit hier. So, wir sprinten mal. Ja, raus hier. Ja. So, jetzt sprinten. Also, du musst die Taste nicht halten, ne? Du musst sie einmal nur drücken. Ach so. Weil ich sie früher. Ich fiel mir jetzt so ein, weil ich sie früher auch mal gehalten habe. Pass auf, wir machen erstmal zerschmettern. Komm mal her hier. Hier ist alles noch so festlich dekoriert, seit Jahren, ne? So, bei dem kann man zum Beispiel zerschmettern hier. Ja, gut. Dann klickst du auf zerschmettern. Mhm. Und dann zeigt er dir an, was zu zerlegen wäre. Bei mir, ich habe zum Beispiel nichts, aber weil ich habe auch keine Waffen mehr drin hier. Hast du irgendwas, was der zerlegen würde, was du nicht brauchst? Ja, macht er. Genau, das dauert manchmal 10 Minuten oder so. Aber die grauen Waffen. Die
Einige Waffen kann ich nicht mal. Ja, Nicht handelbar. Ich kann nicht verkauft werden. Ja, manche gehen überhaupt nicht tatsächlich, ja. Die gehen für gar nichts. Die kannst du eigentlich nur noch rausschmeißen. Ja, und der Schmetter macht dann nebenbei und dann macht er dir so auch wieder Materialien, stellt er dir, also gibt er dir dann dafür, ne? Genau. Sagst Bescheid, wenn du fertig bist? Ja, fertig. Gut, dann kommen wir hier mit. Hier, der Schmierbauch hier vorne. Guck mal, Mini Wars ist hier. Ey, Mini Wars, Alter, was geht? Bei dem kannst du Sachen kaufen. Gehst du auf Kommissionsshop? So, dann kannst du die Kategorien auswählen. Zu Kategorien alle würde dir alles anzeigen, ne? Du kannst Sachen selber reinstellen, aber du kannst zum Beispiel auf Waffe gehen. Ja. Dann gehst du auf Hauptkategorie, Pistole, MP, also Maschinenpistole, also ein bisschen kleiner, Schrotflinte, Sturmgewehr, das ist das, was ich benutze. Sturmgewehr, das ist das so. Ja, und dann gehst du auf Suchen, da zeigt er dir alle an, wenn du jetzt zum Beispiel keinen Rang oder so auswählst oder. So, es sind nur 5 oder so drin. Die verkaufen alles Zivilsturmgewehr, aber ich sehe da ein grünes. Ja. Ja. Das ist schlechter als das, was ich habe, weil ich ein blaues habe, aber ich habe das als Belohnung bekommen. Aber du hast ja gar keins, ne? Ja, Sturmgewehr habe ich gar keins. Tja. Das könntest du kaufen, da klickst du rauf und dann auf jetzt kaufen. Stetig. Stetig. Und wo ist das? Das müsste jetzt mit der Post kommen. Ach so. Also kann sein, dass oben irgendwas blinkt, da musst du kurz den Mauszeiger lösen. Das machst du mit der Tabellentaste zum Beispiel. Und musst dann darauf klicken. Dann könntest du es eigentlich entgegennehmen. Wenn nicht, dann musst du zu dem Typen, wo du sonst eingelagerst, weil der hat ja auch ein Postfach. Hast du das jetzt oder nicht? Ja, habe ich. Ja, zu dem Typen, der. Ach, du hast es. Ich habe das nicht im Inventar. Naja, dann musst du zu dem Typen, ne? Gehst du da mal hin und nimmst das entgegen. Welches war das? Du weißt ja nix! Hier. Name Warehouse Shavu. Shavu. Ah, jetzt ist das im. Jetzt sind wir da. Ich muss auch noch eine Anfrage zum Zerschmettern machen, aber ich habe jetzt all mein Zeug angelagert. Ich mache das nachher oder so. Hast du? Was ist ein EP-Beutel? EP? Das ist für mich, weiß ich nicht, Erfahrungspunkte würde ich sagen. Ach so, ja. Ach. Boah, ich trinke hier. Oh, Alter, das ist ein Geschmack. Was trinkst du? Naja, ich trinke gerade hier Jim Beam mit Pepsi Twist, also mit Zitrone und das. Ich glaube, das Glas halb voll mit Whisky machen und dann, wenn es relativ klein ist, nur ein bisschen Cola drauf ist. Uiuiui. Okay, sag Bescheid, wenn du fertig bist. Wir machen mal PvP, das heißt, wir müssen uns gegenseitig umnieten. Ja, hilft ja nichts. Wir laufen rum, ballern und fertig. Ne? Also nicht so wie letztens hier. Einfach keine Gnade und rauf da. Und wenn du 15 Mal stirbst, dann ist es einfach, weil du schlecht bist. Ne? So, dann mache ich mal einen Raum auf für PvP.
Nimm am PvP-Krieg teil. Wo ist denn hier? Hier, PvP. Was kann man denn hier nehmen? Ey, ich kenne die Dinger gar nicht. Wir haben Deathmatch. Es gibt welche, da musst du Bomben entschärfen, da musst du da hinlaufen. Ich guck mal gerade. Vernichtungspartie, weitermachen. Also, ich kann dir nicht sagen, was schneller geht, ne? Wir haben hier Nahkampf, geschlossene Fabrik, das können wir machen. Ich mach mal einfach geschlossene Fabrik, okay? So, pass auf. Spielerbegrenzung 8 von 8. Wollen wir einfach Spieler mit reinnehmen, damit das schneller vorbeigeht oder nicht? Dann knallen die mich schnell ab. Ja, was denn du? Sag doch mal was. Nee. Weil dann muss ich 2 gegen 2 machen. Aber dann kommt auf jeden Fall trotzdem noch einer rein, eventuell. So, Rangbegrenzung. Was sind wir? Wir sind Schütze. Das heißt, ich kann es so machen, dass nur andere Schützen reinkommen. Mindestbegrenzung Rang. Schütze. Siegbedingungen. Ob weniger als 50 geht nicht. Also ich muss auf 50 lassen. Ne? Team ändern ist verboten. Einmischen ist erlaubt. Kann ich auch nicht ändern. Zeitlimit 10 Minuten. Kann man das verkürzen? Ne, 10 Minuten ist das Minimum. Automatisches Teambalancing. Ich schreibe das da eine an. Wer schreibt was? Minior. Was will sie? Er. Frei, hat sie gesagt. Er. Tötungspunkt, Dings, will ich eigentlich nicht machen. Willst du es trotzdem machen? Mach einfach, was du willst. Nee, wir gehen jetzt, pass auf, ich mach den Raum jetzt auf und wir gehen da rein. Okay. Das ist geschlossene Fabrik. Guck mal auf PvP. Geschlossene Fabrik ist das jetzt. Bist du drin? Dann fange ich jetzt an, ja? Okay. Dann hauen wir uns mal gegenseitig auf die Glocke, ne? Scheiße, was geht hier ab? Das Blöde ist, ich sehe gerade, wir haben andere Waffen hier. Es gibt ja ein PvP-Set und ein... Das ist nur Nahkampf. Wir können uns also... Ach! Du kannst nur die F-Taste benutzen. Wir können es nur gegenseitig abstechen, so, ne? Ach, nur... Ja. Und ich muss jetzt rausfinden, wo du bist. Also hier schon mal nicht. Scheiße. Gibt's hier keine Karte oder so? Wüsste ich jetzt nicht. Ich war auch, glaube ich, noch nie hier drin. Wie gesagt, das ist nur ein Nahkampf. Ich kann keine Waffe benutzen. Ich kann nichts benutzen. War vielleicht nicht so clever, die zu benutzen. Hier kann ich gar nicht rüber. Was ist das denn? 10 Minuten rumgedödel hier. Das wird ja ein Spaß, du. Wo bist du denn? Das weiß ich doch nicht. Okay, hier war ich schon. Oh, hier kann man weiterlaufen. Ich sehe dich auch nicht. Das Blöde ist ja, tatsächlich mit einer Karte, da ist jetzt eigentlich eine gute Frage, weil dann könnte man immerhin sagen, wo man sich gerade befindet und das mir mal schneller fertig machen, ne? Hier kann ich auch nicht lang. Hier kann ich auch nicht lang. Wie sieht denn das aus, wo du gerade bist? Was? Hier ist nix. Ich kann dir sagen, wo ich mich gerade befinde. Das sieht aus wie zwei Stahlbrücken oder so. Und ich höre Eulen. Und so, hey! Was willst du denn? Hau mal ab hier. Aua! Mann, das ist scheiße. Du bist du. We've got a point! We've got a point, bro! Pass auf, ich sag dir das.
Du musst auf mich zulaufen und die F-Taste drücken. Es geht einfach, das ist ja nur Nahkampf. Und wer der Schnellste ist, ich sehe dich. Ah, fuck. Ich wollte gerade. F you. Ich wollte gerade drücken, ey. Ich dachte mir so, sie wird ja eh so super zögerlich da rumfuchteln. Okay, jetzt aber keine Gnade mehr, ne? Hast du doch nie mit mir. Ne, sowieso nicht. Ich sehe dich. Ich weiß das. Versteck dich nicht. Hallo! Ist das drecksdämlich? Ja. Aber hast du mal mein altes Video geguckt? Oder die alten Videos, wo ich PvP gemacht habe? Das war randvoll hier, ne? Da waren dann irgendwelche 58er drin, die... Huch! Ich war noch nicht tot! Du hast einfach zu lange gebraucht! Oh, ich kann mich gar nicht heilen. Du bist so doof, echt. Wieso bin ich doof? Du bist doch der Noob hier, der nichts kann. Wo waren die stehen geblieben? Ja, da waren 58er, die haben dich weggeballert, ne? Ich glaube, mein erstes Match, da habe ich gar keinen umgeniet. Oh! Ich habe falsch geguckt. Was hast du? Ich habe nicht drauf geachtet, weil ich hier laber und ich achte nicht drauf, wo ich... Aber ich habe Erfolg bekommen dafür, dass ich dreimal umgenietet wurde. Das ist ja sehr schön. Komm her, komm her. Bitch! Du Noob! Sie wird hier irgendwo wieder. Wird hier irgendwo wieder auftauchen. Jetzt bin ich natürlich ein bisschen. Ich merke Adrenalin raus, Schub und alles, ne? Kokain, ne? Ich glaube, dieses Video wird nicht monetarisiert. Ja, ne? Du kannst auch weiter fluchen, das nimmt jetzt auch nicht mehr viel. Und wo ist sie hier? Ich fluche doch gar nicht. Ich sehe dich! Komm. Komm du doch. Komm. Komm, du kleines Slut. Ich komm rum und schlitze erstmal die Schlipper weg. Ach Mensch, Maurice, du bist... Du bist so fertig, ey. Wer ist denn Maurice? Der Typ, der so rumläuft. Ich sag ja, du musst wirklich schnell sein. Du musst halt schnell... Ich sag, ist doch klar, ich lass mich doch nicht einfach umnieten von dir. Wo müssen die jetzt? Ich hab's ja früher, hab ich's auch so gemacht, einfach F, die ganze Zeit F gedrückt, ne? Wenn einer auf mich zukam. Okay, früher war es schwieriger, da waren viel mehr Leute, da ist plötzlich hinter dir einer aufgetaucht aus dem Nichts, so, ne? So wie du es jetzt auch schon gemacht hast. Ich sehe hier auch gerade nichts. Oh Mann. Das war Zufall, das war wirklich Reflex, das war Reflex. Blöde Taste. Ja, jetzt ist wieder die Tastatur schuld, ne? Ja, weil ich jetzt würde ich gerne mit Tastatur laufen und nicht mit dem blöden W. Hä? Das W ist doch auf der Tastatur. Oh, ich sehe dich. Ich hab dich gesehen. Ich hab dich gesehen. Ich mach dich fertig. Die kriegt das nicht mit. Die kriegt das. Leute, die kriegt das nicht mit. Ich bin hinter dir hergelaufen. Wie geht das? Naja, bis die Zeit abläuft, sind ja nur noch 3,5 Minuten knapp. Ach du Sch... Ich habe gesehen, dass du unten lang gelaufen bist. Ich stand oben und habe dich unten gesehen und ich laufe dir hinterher und du kriegst mich nicht mit, ne? Weißt du, in Counter-Strike, da achten die viel auf Geräusche und so, ne? Da hören die auf Fußstapfen und so, ob das näher kommt und sowas alles, ne? Okay, ich bewege mich mal auch ein bisschen. Aber ich habe das auch noch nie gemacht. Also 2 gegen 2 und hier dieses, wie gesagt, Nahkampf habe ich noch nie gemacht. Also nur Nahkampf. Wo ist die? Wieder hoch hier schnell. Jetzt läuft sie auch die ganze Zeit rum. Wahrscheinlich. Wo ist sie? Da war sie. Da! Das ist noch einer! Mini-Wurst, fuck off! Der gehört zu mir! Was ist das? Der gehört zu mir! Kill den! Und kill mich und kill irgendwas! Ja, ich kann hier nichts machen! Wieso kann ich nichts machen? Kannst du mal mich killen?
kann ich nicht. Jetzt spiele ich nicht mehr. Irgendeine Bitch wird mich hier killen. Echt. Das ist Mini-War. Jetzt noch die Ruhe. FSK 18. Ah, ja. Ja gut, das neue YouTube-Programm schmeißt mir wahrscheinlich eh aus dem Partnerprogramm. Ey, sag mal, aber wieso, du kannst nicht machen, du musst ja vor dem stehen. Du kannst natürlich nicht 5 Meter entfernt und dann irgendwie. Halt auf, ich. Die muss mal weg von mir. Ich will nicht, dass die ganze Zeit mit mir rumläuft hier. Also ich bin jetzt unten. Ein Raum ohne irgendwas. Also ich bin bei den Brücken, aber unten. Sind wir wieder eingeschnappt, ja? Ja. Pass auf, die läuft aber komplett rum, die ist nicht mehr bei den Brücken. Ist mir doch egal, wie die ist. Und sie ist jetzt eingeschnappt. Jetzt läuft sie wieder hoch. Also laufe ich von der weg. Ey, sag jetzt nicht, du bleibst am Spawnpunkt stehen. Ja. Ah, ja, Leute, das ist Noob. Oh Mann, nein, ich. Jetzt laufe ich extra hoch. Bitte, Leute, bedenkt, Kaiser Franz spielt das sonst nicht. Ich hasse PvP. Und hat immerhin 2 Kills. Nee, PvP war gut, wenn mehr Leute sind. Wenn nee, natürlich ich nur. Hasse PvP. Nein, du hast es nicht. Doch. Du hast es, weil du ständig umgenietet wirst, weil du Reflexe hast wie ein toter Iltis. Es sind ja nur noch 17 Sekunden. Aber ich versuche dich trotzdem noch zu finden. Das Blöde ist, ich wüsste nicht, wo dein Spawnpunkt ist. Hier vielleicht durch. Ne, hier ist ein Raum. Ach, hier ist mein Startpunkt. Okay. Ich denke mir vor, ich laufe jetzt nicht mehr los. Ich habe keine Lust. Unentschieden? Was? Wieso denn unentschieden? Ich glaube wegen der Einmischung, weil die mit reingekommen ist. Yes. Was sagst du? Hä? Was ist mit dir los? Was ja? Ach. So.